Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich mir heute das Pre-Event von der Allianz angucken. Und zwar geht es hier um dieses Teldrassil Pre-Event. Das andere hatte ich ja schon mal gezeigt von Lordaeron, das hatte ich auf der Beta gespielt. Das hier hatte ich auf der Beta mir noch nicht angeguckt und ich dachte mir, komm, das schaust du auf dem Live-Server an und ich möchte mir das Ganze einmal aus Allianz-Perspektive angucken und einmal aus Horden-Perspektive. Also sprich, wenn einer von euch das jeweilige andere sehen möchte oder selber das Zeug hier noch nicht gespielt hat, kann er gerne mit reinschauen. Sonst würde ich euch empfehlen, es ist auf dem Live-Server, schaut es euch selber an. Ich denke mal, das ist immer das Beste. Aber wie gesagt, ich nehme es einmal mit auf. So, wir müssen als erstes hier zu Anduin gehen und den anquatschen. Und dann müssen wir uns bei Martim Zor melden und den kennen wir ja schon. Ich hoffe, dass die Lautstärke passt soweit, weil ich habe das extra ein bisschen hochgedreht mit den Dialogen, dass man es ein wenig besser hört. So, jetzt... National, nehmt das Portal. Okay. Ach komm, wir nehmen das Portal doch mal. Wenn sie uns das schon anbieten. Sonnenmond. Okay, ja gut. Einmal hier Portal. Warte mal, ist hier nicht hier? Nee. Irgendein Portal war hier schon mal. Das bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja gut, da hätte ich mich auch selber hinporten können. Hier. Ja, wohl ein bisschen hätte ich fliegen müssen, Astrid. So, was haben wir denn hier? Ein Haufen Irrwische. Richtig viele Irrwische. Oh nein. Wir haben versucht, der Horde eine Falle zu stellen. Ohne Erfolg. Wir konnten sie nicht aufhalten. The fuck, wie viele Irrwische? Wir wurden überrascht. Einer nach dem anderen fiel. Die Wachen wurden vergiftet. Und die Zivilisten. Nicht einmal sie wurden verschont. Ich hoffe nur, dass einige fliehen konnten, bevor... Bevor? Wer sagtet ihr, seid ihr? Malfurion hat also von euch gesprochen. Keine Überlebenden. Ah, schau mal an. Da ist nur einer. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, was müssen wir machen? Wir müssen hier die Typen quasi einmal erlösen. Und wahrscheinlich... Moment. Ah, unsere Typen töten. Okay. Das kriegen wir gerade noch hin. Na ja, gut, das ist jetzt noch nicht so spannend. Ich hätte mir gedacht, ich kriege erstmal eine Videosequenz, so als Start, um reinzukommen in das Ganze. Aber gut, jetzt sind wir direkt hier quasi in der Stadt Astranar und können... What the fuck? Ah, ich glaube, die kann ich dann auch von der Luft aus retzen. Ich mache erstmal die Mobs und dann ist, denke ich mal, und dann retze ich die Dudes. Oder, warte mal, ich retze erst die Dudes und dann... Beziehungsweise wir retzen sie nicht. Ich glaube, wir müssen sie irgendwie die letzte Ruhe geben. Gewürdigt müssen wir. Okay, wir müssen sie würdigen. Wahrscheinlich kommen auch da die ganzen Irrwische her. Schätze ich jetzt mal grob. War es nicht so? Kennt ihr hier in Warcraft 3 das, oder auch aus dem Hial das Event mit Archimon, wo quasi die Irrwische dann Archimon grillen? Also ich denke mal, mit so vielen Irrwischen könnte man da sicher was anfangen. Vielleicht ein paar Hordler grillen oder so. Einmal nach OG rüberschicken. So weit ist es ja hier nicht, ne? Von hier nach OG ein bisschen die Stadt anzünden mit Irrwischen. Gut, man muss natürlich sehen, die Irrwische sind die Seelen, ne? Also die Seelen quasi so als Attentäter zu benutzen, ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber ja, warum nicht, wenn man sie eh schon hat, ne? So, warte mal, jetzt brauchen wir noch zwei von den Hanswursten. Ich hätte gedacht, man muss erstmal so ein Lager aufbauen oder irgendwie sowas, dass das so langsam reingeht, aber man kommt hier quasi an und das wurde schon überfallen. Jetzt mal gucken, mich würde es echt interessieren, wie das dann von Hordensicht aus ist. So, das haben wir fertig und jetzt müssen wir uns mit wem treffen. Achso, jetzt sind wir hier schon fertig. Das war ja jetzt irgendwie wenig spektakulär. Da hätte ich mir mehr erhofft, okay. Also wir haben quasi in Astranar einmal ein paar verbrannte Stadt vorgefunden. Weißt du, ich hätte es halt cooler gefunden, wenn du eine Cut-Sequenz hast, wo du irgendwie die Horde siehst, wie sie da reinmarschiert, alles niederfackelt und so fertig. Aber du kommst halt an und ja, gut, wahrscheinlich hätte ich mir den Questtext durchlesen sollen, aber ich finde es, wenn es visuell aufarbeitet ist, finde ich es immer ein bisschen schöner. Na, ich bin vielleicht auch ein bisschen lesevoll einfach. Mag auch daran liegen. Ach, meinst du, dass irgendjemand anderer den Angriff quasi eingeleiert hat? Das könnte auch gut sein, ja. Das könnte gut sein. Also das Einzige, was ich jetzt weiß, dass das Ganze wahrscheinlich in zwei gesplittet ist. Also sprich, dass man
dass man erstes Event quasi hat, was man hier spielen muss, und dann eine Woche später, dass dann das nächste Event kommt, ne? Jetzt mal gucken, wie weit wir gehen können. Ich denke mal, wir kommen noch nicht zum Baum abfackeln, zu dem Teil. Weil der ist ja schon relativ sicher so. Was haben wir denn hier? Malfurion? Ah, den kennen wir doch. Soldaten! Nein! Stürzt euch nicht in die! Ah, schau mal an. Achso, und ihr absorbiert die Geister jetzt. Immerhin wissen wir jetzt, wie gefährlich die Irrwische sind. Champion. Die Irrwische werden euch nichts tun. Aha. Der Sylvanas ist erstmal weggeroutet. Wunderbar, so muss das sein. Wunderbar. So, und was haben wir denn hier als nächstes? Also, wir müssen ein paar Druide der Klaue finden. Ah, Spiders da oben. Ich komme mir irgendwie so vor wie so ein normales Questgebiet hier, ne? Horde-Truppen sammeln sich am Außenposten von Soramgar. Die Banshee-Königin will den Weltenbaum einnehmen. Weißt du... Geht zu unseren Außenposten. Bringt jeden Soldaten her, den ihr finden könnt. Diese Gestalt von Sylvanas, die wäre natürlich richtig cool, ja, diese Banshee-Form, da hast du recht. Ach, schau mal, das sind uns alles Druids. Ah, doch. Was machen denn die da? Die sind am Boden, als Flugdinger. Okay. Hätte ich sie doch lieber als Katze oder als Bär gemacht. Das sieht ja total dumm aus. Und jetzt müssen wir Furbugs... Warum müssen wir Furbugs unboxen? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Müssen die Furbugs töten? Die Horde eingerichtet hat. Ach so, die sind einfach wahnsinnig. Warte mal. Sehe ich das gerade richtig? Dass die Horde da hinten festhängt... Die hat aber, die Horde hat eine Zerstörung angerichtet und deswegen wären die Furbugs hier wahnsinnig. Ich sag mal so, wenn die aus irgendeinem Brunnen gezoffen haben oder irgendwas Komisches gemacht haben, kann ich ja verstehen, dass die Furbugs wahnsinnig werden. Aber die Horde, die ist noch nicht mal hier und die Furbugs sind wahnsinnig, müssen wir die jetzt einfach mal umklopfen, ja? Also, da hätte ich es ja nur eher verstanden, wenn wir irgendwelche Hordenspione oder irgendwas töten müssen, aber die Story ist ja ein bisschen... Die hinkt ein bisschen, wie ich finde. Also da hätte sich Blizzard was Besseres einfallen lassen sollen. Ist das jetzt so Kanon quasi? Mach jemand eine Quest, wo ich was andrücken muss und was töten muss. Also, da muss ich sagen, fand ich das Event bei der Horde drüben besser, bei Undercity, ne? Das war cooler gemacht, das war so ein bisschen episch, aber gut, ganz klar. Das in Undercity war die große Endschlacht und hier ist halt so ein bisschen Vorgeplänkel, ne? Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen. So, warte mal, jetzt müssen wir hier schnell draufschießen. Dass wir die alle einmal taggen. So, warte mal, den hauen wir um. Dann haben wir es eigentlich auch schon wieder. Nebenbei muss ich bloß immer schauen, dass ich einmal zum Schar des Zorns komme. Ich habe nämlich meine Chars, die stelle ich da mal ab. Und bin noch so ein bisschen im Hoffen, dass ich doch mal das Schar-Mount rausziehe. Stimmt, das wär eine geile Ding. Wir bereiten schon mal die Lager für die Horde vor, weil die werden eh bald durchdringen. Schau, das wäre logischer. Das wäre logischer. Im Hain, okay, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen anscheinend hier irgendeinen Eindringling besiegen. Oh, wo ist der Eindringling? Hier ist kein Eindringling. Als Bild sehen wir so einen komischen Schredder, ne? Den kennen wir ja schon. Aus Dingster Bumster, aus SOO kennen wir den. Achso, warte mal, der ist da vorne, der Schredder, oder? Oh, ich bin am... Hä? Der war da vorne noch nicht da. Bin ich am Schredder vorbeigelaufen? Scheint so. Ja gut, für die Horde. Nee, jetzt sind wir Allianz. Wie lange ich heute streame? Ja, ich habe erst angefangen, schon noch ein bisschen. Das auf jeden Fall. So, okay. Wo genau kam der Schredder jetzt eigentlich her? Ich will jetzt kein Nörgler sein, aber so ein bisschen hinterfragen muss ich manche Sachen. So, okay. Was muss er jetzt machen? Mit einem Baum quatschen? Okay, wir müssen wem helfen, der da hinten ist. Okay. Und wir müssen wen retten, sehe ich gerade. Aha, wir müssen drei Typen retten. Wahrscheinlich sind es auch Bäume, die wir retten dürfen. Schauen wir mal. Schnell, erledigt den hier, bevor er die anderen alarmiert. Wenn ihr wollt, dass ich einen von ihnen ausschalte, sagt es ein für gewöhnlich friedliebend. Aus ihrer Heimat vertrieben worden zu sein, muss sie in Raserei versetzt haben. Okay, was ist denn das hier eigentlich? Ach, du kannst mit ihr ein Ziel handlungsunfähig machen. Ja, das juckt mich gar nicht, weil ich einfach drüber wegflieg. Den anquatsch. Ich brauch die, also normalerweise... Ach so, ach, das sind... Ah, okay, die wurden ja wirklich vertrieben. Ah, okay, du hast recht. Jetzt macht es Sinn. Aber wie sind denn die Hordler durch den Wall hier durchgekommen?
Das ist doch irgendwie komisch. Eigentlich, da komme ich nicht hoch, okay. Ich weiß nicht, ich brauche die Horde jetzt hier nicht handlungsunfähig machen. Ich laufe da einfach hoch. Ah, oder auch nicht. Warte, wir machen das anders. Ich muss hier Shadow melden. Nee, nicht Eule, sondern das hier brauche ich. Nö, wir machen das friedlich. Wir brauchen keinen Ausschalten. Warte mal, die hat eine Quest für mich? Ah, wir müssen Verwüste sabotieren. Wo sind die denn? Aha. Einfach draufdrücken. Ach, weißt du, da ist der Druide wieder praktisch. Ich kann einfach hier von oben. Schau mal, die greifen mich nicht mal an. Deswegen spiele ich den Druid gerne als Main, weil der halt so viele Geschichten hat, um quasi so Quest-Sachen wesentlich angenehmer zu machen. Und für die Arena ist das Ding auch nicht schlecht, Shadow Melt, ne? Kannst du quasi einmal wieder restaffen, wenn es gut läuft. Also, das hat nur Vorteile. Also Nachtelfen ist jetzt nicht meine Favorite-Klasse oder meine Favorite-Rasse, aber die Fähigkeit ist halt einfach sehr, sehr gut. So Quality of Life-mäßig ist halt Druid und im Besonderen Nachtelfen eine sehr, sehr schicke Sache. So, sind wir schon wieder fertig. So. Was müssen wir jetzt machen? Ich warte die ganze Zeit auf irgendein krasses Cinematic. Jetzt aber los hier, wenn es viel zu tun gibt. Ach so, ich muss dahinter, okay. Aber es sind mehr als 4-5 Quests, also Quests hast du doch einige. Aber mich wundert es immer noch, die Typen sind hier, da ist dieser komische Wall von Mafurion, dass sie nicht durchkommen. Oder sind die vorher schon durchgelaufen, die Hordler? Das könnte natürlich sein. Dann haben sie die Furbugs vertrieben. Deswegen sind die Furbugs sauer. Und jetzt müssen wir aber die Furbugs unboxen. Weißt du, eigentlich ist das doch voll fies. Als allererstes werden die Furbugs vertrieben und dann töten wir sie auch noch. Warum töten wir die Furbugs? Können wir nicht einfach die Furbugs in Ruhe lassen? Ist doch scheißegal, ob die da rumlaufen. Wir haben die Horde am Arsch. Also ich hätte die einfach in Ruhe gelassen. Aber nein, wir bringen die um. Das ist die richtig fiese Art, was wir da machen. Ja, richtig fiese Sache. Erst werden sie vertrieben und dann werden sie quasi auch noch ausgemurkst. Naja. Lies lieber die Questtexte. Das will ich jetzt ehrlich gesagt in der Aufnahme nicht drauf haben, wie ich jeden Questtext durchlese, weil das wird dann ein bisschen zu lang dauern. Das ist dann auch ein bisschen langweilig und ich möchte ihn nicht laut vorlesen. So, okay. Ach, kämpft der Horde? Warte, hier sind gar keine Hordler. Sind die alle tot oder warum? Oder wo sind die? Ach, die werden hier runtergeschmissen. Ah, okay, I see. Jetzt checke ich das. Ich dachte mir gerade, das sind ja gar keine. Du, ich sag jetzt mal so, mal Mafurion und Anduin sind jetzt nicht so schlecht. Was hat Sylvanas? Wahrscheinlich, Horde hat wahrscheinlich Sylvanas und hier Sorrowfang, oder? Oder wen kriegen die? Sorrowfang ist schon badass und Sylvana eigentlich auch. Hast du irgendeinen Vorteil, wenn du das Ganze mit einem Twink machst? Oder wahrscheinlich diese World Quest hast du dann, ne? Die du kriegst. Warte, was haben wir denn hier eigentlich für einen Buff? Für den Sieg über Spielercharakter der Horde erhaltet ihr, warte. 6 Bonus-Ehre. Für den Sieg über Hordenattentäter erhaltet ihr 30 Bonus-Ehre. Okay. Moment, vielleicht könnte man da drin Ehre farmen. Weil Ehre ist ja eh das, was ich gerade farmen möchte. Das wäre interessant sogar tatsächlich. Das sehe ich jetzt gerade erst. Also du kriegst quasi mehr Ehre, wenn du hier Typen abmunkst, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das ist aber ein Verbündeter. Das Problem ist, mit den Balken, die ich jetzt habe, sehe ich ganz schlecht, ob das ein Gegner oder ein Verbündeter ist, ne? Und ich war ja letztes mit einem Twink mal in der Arena drin. Und wollte EP-Sachen testen. Und ich habe nicht gecheckt, wer mein Verbündeter ist und wer der Gegner ist, bevor ich sie nicht angeklickt habe. Dann waren wir alle in den Pulk gestanden. Ich dachte mir, komm, ich klief da jetzt einfach mal rein. Ne? Dann ist einer umgefallen. Ich dachte, das ist der Gegner. Dann war das mein Teammate. Das war ziemlich peinlich. Weil ich mich schon übelst gefreut habe, hey, nice, jetzt gewinnen wir, ne? Und dann merke ich so, okay, das war mein Teammate, der jetzt da gestorben ist. Blöd. Echt? Nö, habe ich noch nicht. Was ist denn der Rassenbonus vom Dunkeleisenzwerg? Würde mich echt interessieren. Okay, was muss ich denn jetzt noch machen?
Achso, der hat den Dings dran. Der sieht, oh ja. Muss ich mal wieder öfter mit rumfliegen. Der sieht ganz cool aus. Hier sind echt ein bisschen wenig. Ich hasse das immer, wenn ich keine Viecher zusammenziehen kann. Weil ich ja eigentlich auf AE-Schaden so ein bisschen ausgelegt bin als Tank. Also machst du zumindest am meisten. Da machst du zumindest am meisten AE-Damage. Und das Mount kriegst du ja noch nicht nach der ersten Phase, oder? Das kriegst du ja wahrscheinlich, wenn die komplett, also wenn du quasi das komplette durchgespielt hast. Nehme ich jetzt mal grob an. Weil du kriegst ja, glaube ich, sowohl für Horde als auch für Allianz ein Reittier. Und da muss ich, aber ich glaube, du musst das sogar nicht mehr für beide spielen, sondern das switcht dann, wenn du es für einen gespielt hast, ne? Achso, ich brauche immer noch einen. Wo ist denn der? Ah, schau mal, da haben wir doch zwei. Hup, hup, bla, hey, grüß dich. Wunderbar, da sind wir fertig. Ich könnte auch irgendwie in eine Gruppe einladen, dann wird es vielleicht ein bisschen zügiger gehen. Vor allem diese Kill-Quests dauern ja auch immer ein bisschen. Aber so wie ich jetzt das hier gerade sehe, ist das hier so ein Spot, wo wir quasi Azarit holen können. Und... Die Horde dringt tiefer in die Dunkelküste vor. Sammelt euch an den Wildschnellen. An den Wildschnellen sammeln wir uns. Sammeln. Wo ist das denn? Ach, da hinten. Ja klar, die Wildschnelle, die kennt man doch. Ist klar. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lange wir hier schon drin sind, aber jetzt 10 Minuten meine ich nicht, dass... Also das ist schon länger als 10 Minuten. wo die Quest beginnt? Also ich habe einfach eine Dings bekommen, ne? Also ich habe einen Char eingeloggt und direkt eine Quest gekriegt, dass ich mit Anduin sprechen muss in SW und dann ging das ganze Zeug echt los. Also und das auch bei jedem Char, ne? Also auch bei dem Gammeltwink, der da noch gar nichts gemacht hatte. So, jetzt sind wir in den Wildschnellen. Was müssen wir hier machen? Ah, schau mal. Oh, wir kriegen ein Fahrzeug. Nice. Dürfen wir jetzt irgendwas schmeißen? Gut an meinen Ästen fest. Okay, seit wann können solche Bäume denn retten? Okay, warte mal, wir haben Tasten. Springt vorwärts und betäubt. Okay. Achso, kann ich den jetzt lenken? Ah! Macht der hier? Da werfe ich einen Stein, oder? Aha, und was ist das hier? Ah, da heile ich mich wieder, oder? Ja, okay. Ah, okay, ich muss hier quasi einfach nur einen Haufen... Ja gut, das kennen wir. Solche Quests kenne ich zu Genüge, das ist ganz nice. Weißt du, die anderen werfen von der anderen Seite die Steine rüber und ich springe hier... Oh shit, ich habe einen Haufen zusammengepullt. Oh shit. Vielleicht sollte ich mich mal... Nein, komm, wir brauchen uns nicht heilen. Wir holzen jetzt einfach rein. 50 Typen brauche ich nur. Easy, die machen wir fresh. Okay, und jetzt? Achso, Ziele sollte ich vielleicht einblenden. Springen wir wieder zurück. So, wenn man ins Wasser reinfällt, wird man sogar rausgeportet, wenn man Kacknoob ist. So, okay, jetzt müssen wir uns mit dem nächsten treffen. Wo ist denn der? Ah, in der Nassus. Kriegen wir ein Portal nach der Nassus? Wie wär's? Ja. Trefft euch für jeden Feind in der Tür. Erscheinen 2-0. Ach, na super, ich krieg kein Portal. Muss ich da jetzt ernsthaft hinfliegen? Schreibt mir das mal, ob es hier irgendwo ein Portal gibt. Also, die wäre schon cool von euch, wenn ihr mir ein Portal gebt. Nee, okay. Nee, anscheinend kriege ich kein Portal. Ich muss da anscheinend wirklich hinfliegen. Ja gut, dann fliegen wir einmal nach der Nassus. Hat der auch so eine ähnliche Gestalt? Ich weiß es ehrlich gesagt. Fliegen, du faule Socke. Ja, weißt du, hier wurdest du auch hingeportet. Bist du da hoch. Warte mal, kann ich da hoch eigentlich? Doch, ich glaube, ich kann da auch hochfliegen, ne? Schauen wir mal. Bräuchte ich irgendwie einen Speedbuff oder so? Den hätten sie mir wenigstens geben können. Das Komische ist, da war jetzt. Also, ich habe keinen einzigen Hordler gesehen, ne? Weil es ja extra diesen Buff gibt. Mit deinem DH machst du die Quest selber. Komisch, dass wir jetzt schon nach Teldrassil müssen. Ich dachte, dass das der zweite Teil von der Questreihe ist. Beziehungsweise wahrscheinlich kommt da jetzt nicht mehr so viel, kann ich mir vorstellen. Was falsche Seite ist. Aber Dunkeleisenzwerge ist Allianz, ne? Ja klar. Und soweit ich gehört habe, spielen mehr hohe Leute, die PvP machen, Allianz. Und die meisten, die PvE machen, Horde, ne? Also irgendwie ist das so auch wie so ein bisschen wegen den Rassenbonis ausgetüdelt worden im Laufe der Zeit. Ich
glaube, du kannst deine eigenen Makros gar nicht benutzen, wenn du in so einem Fahrzeug hockst, ne? Weil du hast ja dann so eine ganz andere Leiste. Außer du holst dir vielleicht ein Add-on, dann könntest du vielleicht die Fahrzeugleiste ein bisschen umgehen. Das könnte funktionieren, ne? Aber das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Warum willst du denn überhaupt ein Makro benutzen, wenn du im Fahrzeug sitzt? Ich glaube, ich bin den Baum noch nie hochgeflogen. Das ist ja auch totaler Käse, was ich hier gerade mache. Ist mir jetzt aber egal. Ich fliege den Baum jetzt hoch. Also unten gibt es natürlich ein Portal, ne? Jetzt bin ich schon relativ weit oben. Ich fliege da jetzt einfach hoch. Solange es ihn noch gibt, weil es muss man das mal wertschätzen und das vielleicht auch mal ausprobieren. Und was ist das eigentlich für ein gammeliger Baum? Ich sehe das jetzt gerade das erste Mal, dass der ja gar keine Krone oben hat. Der ist einfach abgeschnürt. Ja, klar, da läufst du ja auch rum drauf, ne? Ja gut, das Ding können sie eh abfackeln, so toll ist es nicht. So toll ist es nicht. Ja, ich hätte doch das Portal benutzen sollen. Das Ding ist auf der anderen Seite. Blöd. Ja, ich war beim Postmeistererfolg auch eine Weile am Städtenamen raten und lernen irgendwann, weil irgendwelche Gammelstädte in Kalendor, die kannte ich nie. Sudoloda. Jetzt sind wir hier einmal hochgeflogen, war total unsinnig. Es wäre sinniger gewesen, wenn ich einfach den Port genommen hätte. Aber egal, jetzt haben wir uns das einmal angeguckt. Jetzt nochmal so zum Abschluss, bevor sie den Baum hier quasi wegbrennen, ne? Sieht man das nochmal so ein bisschen. So, hier müssen wir hin. Ein langer, ja, das war wirklich ein langer Weg. Mein Gott, weißt du, die nutzen mich aber echt hier aus, als Boten. Achso, wir müssen Streitkräfte sammeln, okay. Also ganz ehrlich, wenn ihr erzählt mir, dass das hier 10 Minuten dauert. Ich bin allein 10 Minuten von hier hinten da hochgeflogen, ne? Also, achso, hier. Wir müssen drei Streitkräfte sammeln. Also einen Druiden der Clown, Truppen der Kaldorei und einen Mond oder eine Mondpriesterin müssen wir sammeln. So, Kaldorei. Zack, haben wir die Kaldorei eingeheimst und jetzt brauchen wir da hinten noch einen. Naja, gut, dafür haben wir so relativ lange aufs Addon gewartet, ne? Also zu früh ist immer relativ. Ernsthaft, das muss ich hier wieder runter, aber diesmal nehme ich das Portal. Und und fliegt da nicht wieder runter, weil das mache ich einmal nie wieder, ja. Das war schon mal ein schwerer Fehler, das da runter zu oder hoch zu fliegen. Sie hätten den Pre-Patch früher bringen müssen. Okay, da ist einiges los beim Malfurion. Seid gegrüßt. Unsere Flotte ist aus Selitus zurück. Elun sei Dank. Wir haben sie bitter vermisst. König Anduin sendet uns Soldaten zu Hilfe. Wir müssen standhalten, bis sie hier sind. Okay. Die Kaldorei werden eure Taten nie vergessen, Champion. Eure Hilfe in dieser dunklen Stunde könnte den Unterschied ausmachen. Möge unser Wille stärker sein als ihre Kriegsmaschinen. Der Krieg wird nicht von einer Schlacht entschieden. Unsere Zeit wird kommen. Warte mal, war es das jetzt? Wie kann die Natur euch dienlich sein? Sagen wir hier mal nach. War es das nun? Die Leute müssen es ja wissen. Das scheinen die Experten zu sein. Ja, das sind Leute, die 300 Kilo auf der Bank im Internet drücken. Ja. Okay, also wir kriegen kein Achievement, kein gar nichts. Also, wir fassen das jetzt mal nochmal zusammen. Ja, wir waren quasi, sind hierher geportet worden, haben so ein bisschen geguckt, die Stadt ist kaputt. Fliegen da hoch. Ach, schau mal, jetzt habe ich hier diese World Quest. Ah. Okay, du kriegst hier wirklich Epic Teile 210er Gear, ne? Jetzt gucke ich mal noch, was 210er Gear wert ist. Warte, wir fliegen jetzt dann bloß mal hinter. Ich habe jetzt nicht vor, großartig World Quests zu machen, aber wir gucken jetzt bloß mal, was das 210er Gear an sich so in etwa von der Wertigkeit ist. Und zwar Dungeons. Warte mal. Oder wohl, wir können Dungeons gucken, ne? Dann gehen wir auf Legion. Schauen wir mal Auge von Ashara. Also Normal ist. Oh, 166, das ist niedrig. Was ist Mythic? 182. Oh, dann ist das aber höher als das Mythic plus 0 Gear, ne? Da muss ich fast im Raid gucken. Warte, schauen wir mal hier in Nighthold, was du da kriegst. Ist auch ziemlich low Gear, ne? Antoros normal.
Ein Taurus Normal ist 200. Lol, du kriegst hier ein Taurus Normalgear quasi. Das ist schon nicht. Was war denn ein Taurus Normalgear vorher? Was war, das war 59, oder? Etwa, oder? Nee, 59 kann es nicht sein. Das muss weniger gewesen sein, ne? Was hatte ich an am Ende? Ich hatte. Der Kopf war, glaube ich, 975. Und teilweise. Ich glaube, 69. 965 war normal mythik, ne? Du, ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon zu lang her. Nee, aber auf jeden Fall kriegst du relativ hohes Gear. Und Taurus, also vom letzten Raid-Content quasi das Normal-Gear ist in Ordnung, finde ich. Das ist durchaus in Ordnung. Ah, 39. Okay, 39 war. Ach, stimmt, dann war 945 HC und 69 war Mythic. So rum ist es. Ja, okay, dann kommen wir wieder. Dann kommen wir wieder zusammen. Ein Bärenhunger. Habt ihr das Zeug dazu? Okay, und jetzt hat man hier quasi. Ach, warte mal, aber ich kann jetzt hier. Hier sind jetzt Hordenspieler, die mich schon beäugen. Also, ich glaube, ich will. Du bist als Druid Tank, bist du mittlerweile relativ schwach geworden, habe ich gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jetzt. Jetzt komm, jetzt hauen wir einfach mit drauf hier. Da kämpfen eh schon ein paar. Ich will mal schauen, ob ich so einen Buff krieg dann. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ah nee, das hat jetzt nicht gezählt, oder? Weil der so ein Geist ist. Ich will jetzt noch schnell gucken, wie das mit den Buffs hier funktioniert, ne? Weil du kriegst da ja anscheinend irgendwas hoch. Schau mal, da haben wir einen Magier. Das hitten wir mal an, dass er Infight kommt. Nee, du kommst mir nicht weg. Ich will testen, ob du mir einen Buff gibst. Das ist jetzt so ein Hunter. Jetzt cleaven wir da einfach mal ein bisschen rein. Was hat er sich weggeportet? Haben wir jetzt hier ein Dings gekriegt? Ne. Oh, jetzt schießen alle auf mich. Nein. Okay. Habe ich jetzt irgendwas. Aber ich habe vorhin einen Buff gekriegt, oder? Weil der eine Magier ist jetzt verreckt, ne? Der hat kein Dings gekriegt. Anscheinend sollst du hier so ein Stack bekommen, wenn du einen tötest und extra Ehre kriegen. Aber es ist halt auch nicht viel. 36. Wenn du 10 gekillt hast, ist es jetzt auch nicht sonderlich viel. Gut. Ja, das kann. Aber da gibt es zumindest die Achievements für. Aber hier kann man anscheinend schon mal was machen. Gut, das werde ich dann demnächst mal gesondert gucken, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Für das Event war es das jetzt erstmal. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann auch auf Hordenseite. Euer Tilar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.